Guten Tag, meine Freunde. Weiter geht's wieder. Die erste Folge von 180 Sekunden KKR-TV live aus meinem Atombunker. Und es gibt wieder eine Menge zu berichten. Ich war jetzt wieder 2-3 Wochen offline, weil ich auch Urlaub hatte und war, ja, ausspannen kann ich ja eh nicht richtig. Das fällt ja eh immer was an. Na egal, jetzt bin ich wieder da. Und ich kann euch sagen, die Tickets sind eingetroffen für Toxoplasma und für Ehrenwertige Grab. Und es gibt auch schon Bestellungen, die werden jetzt ausgeliefert. Und die Flyer sind auch schon da, schön 170 Gramm. Das ist eigentlich eine sehr gute Qualität. Hier Toxoplasma, live im B58, als Vorband Zombie Ride. Ne? Ist zwar Death Metal, aber ich denke mal, ich halte persönlich die Punks sehr viel aufgeschlossener. Also aufgeschlossen genug, dass jetzt auch mal eine Death Metal Band eine Chance geben, halt vor der Punkband zu spielen. Punk vor Punk, ist das nicht immer ein bisschen langweilig? Ihr könnt unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr darüber denkt, was ihr davon haltet. Ne? Jedenfalls Zombie Ride und Toxoplasma live am 3.3.23 im B58. Ein Monat später, am 15.04. kommen Invite Grab mit Death Cult 69 und als Opener habe ich Dorn. Die werden zwar geschrieben Dietorn, aber ich glaube, die spricht man Dorn aus. Ich glaube, das T spricht man da nicht aus. Und für den einen oder anderen, der vielleicht Dorn nicht kennt, Dorn, das sind Mitglieder von Adversus, die es leider nicht mehr gibt. Und ja, also am 15.04. die Tickets sind auch schon angetroffen. Da gibt es auch schon Vorbestellungen, Ticketvorbestellungen. Und die werde ich auch jetzt ausliefern halt. So, das ist erstmal das eine. Ich packe die mal kurz zur Seite. Zack, zur Seite. Da gibt es noch einen anderen wichtigen Grund, was ich schon oft in meinen Videos zu erzählen hatte. Und zwar, wie verschicke ich und verpacke ich eine Schallplatte richtig, ohne dass sie jetzt kaputt geht. Ich habe jetzt eine Methode gefunden, die ist zwar ein bisschen teurer, auch von der Verpackung her, aber ich denke mal, dass ihr das alles ja, wertschätzt halt. Ne? Natürlich kostet jetzt eine Schallplatte bei mir 25 Euro, weil irgendwo muss ich das ja auch kalkulieren. Bei einer Auflage von 100 Stück, da kann man von einer von Gewinn nicht mehr reden. Ich bin froh, wenn ich jetzt kostendeckend arbeiten kann. Aber natürlich ist auch in meinem Sinne Interesse, dass die Schallplatten heile kommen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt hier zum Beispiel kam eine Schallplatte zurück. Und an der möchte ich euch mal zeigen, wie die verschickt war, verpackt war. Jetzt sieht man hier, haben wir den Karton, ne, verpackt. Wenn ich jetzt aufmache, ich zeige euch das mal. In dem Paket war der Bestellzettel da drin. Ich drehe den jetzt nicht um, weil aus Datenschutz möchte ich nicht, dass hier irgendwie einer seine Adresse sieht. Ne? Und ohne das Paket, die Schallplatte jetzt aufzumachen, weiß ich gleich, wer der Kunde ist und kann das wieder erneut verpacken und erneut verschicken, halt, dass er seine Ware erhält. Zeige ich das mal. In den Karton ist natürlich noch kein Karton. Und hier in dem Karton ist auch die gewünschte Schallplatte halt noch verpackt. Das heißt, ich brauche die nicht nochmal aufmachen. In dem Karton selber ist Verpackungsmaterial. Ich habe so eine Kissen besorgt. Ne? Und dann, dass das endlich mal alles gewährleistet ist. Und ja, die Bestellung hier, die wurde locker einen Monat spazieren gefahren. Und jetzt kam die an und ich denke mal, kann ich nochmal benutzen, kann ich nochmal verschicken. Aufkleber drauf, dank, dass ich den Bestellzettel beigelegt habe, weiß ich genau, dafür nicht zeigen, dank, dass ich den Bestellzettel beigelegt habe, weiß ich genau, wem jetzt diese Bestellung gilt oder wem die jetzt gehört hat. Ne? So möchte ich euch das nochmal darauf hinweisen, dass sie jetzt so verschickt werden. Und natürlich, der Rest kennt ihr ja alles, die Schallplatte rausgenommen aus der Hülle, rein in PVC, Klarsichthülle, ne? Dass das alles geschützt ist. Und ja, so, das war geschehen, die passiert sind oder passieren können, dass wir die alle für alle vermeiden. Halt, und jetzt, das Video wird schon wieder fast viel zu lang. Diese Woche gibt es noch ein Video, da erkläre ich noch ein bisschen was. Halt, ne? Ich möchte halt nicht, halt immer zu lang geht, aber schreibt mal in den Kommentaren ein bisschen was, beteiligt euch ein bisschen mehr. Ne? Und ihr seht das schon in meinem Shop, dass schon immer mehr Vinyl ansteht. Vielen Dank für eure ganze Pre-Order, für euer Vertrauen, alles. Und ja, mehr kann ich nicht sagen als vielen, vielen Dank. Dann bis dann.